Bilder wie aus längst vergangenen Zeiten. Kohlenmänner bei der Arbeit. Der fossile Brennstoff, eigentlich als Klimakiller geächtet, steht wieder hoch im Kurs. Es ist der Rohstoff, der bezahlbar ist und den wir haben. Vergangenen Samstag, 7 Uhr in Kirchsteiz, ein kleines Dorf im Burgenlandkreis. Der Leipziger Kohlenhändler Peter Bosse, der sich selbst Kohlenpeter nennt, beliefert ein Einfamilienhaus. 2,5 Tonnen Briketts müssen in die Garage geschleppt werden. 50 Säcke à 50 Kilo. Ein Knochenjob. Sohn Richard hilft heute mit aus. Der Krieg in der Ukraine sorge für Rekordumsätze. Die Kundschaft bestelle im Akkord, so Peter Bosse. Es hat sich wirklich verdoppelt, die Nachfrage. Gas und Öl, das kann man nicht mal bezahlen. Und die gehen einfach auf die Kohle wieder zurück. Was jetzt nicht mit der Umwelt da oben ist, aber das sage ich mir. Und Sie freut es wahrscheinlich? Mich freut es, klar. Kohlenpeter ist seit 43 Jahren im Geschäft, seit 25 Jahren selbstständig. Seine Kohlen liefert er bis nach Dresden oder Magdeburg. Neukundin Melanie Scheibe nimmt uns mit in ihren Garten. Dort steht der Gastank, den die Familie im Februar gefüllt hat. Bereits da seien die Preise um das Dreifache gestiegen, sagt sie. Wir kochen auch mit Gas, brauchen warmes Wasser, haben die Kinder drin und wir müssen halt heizen. Und dann bezahlt man, was man bezahlen muss. Ja. Und jetzt aber mit Kohle soll es ein bisschen entlasten sozusagen. Ja, genau. Ja. Ja, nicht nur entlasten, es ist halt, falls alle Stricke reißen und es keinen Gas mehr gibt oder es zu teuer ist, dass man dann auch eine Notlösung hat. Vor 7 Jahren haben sie das Haus gekauft. Im Wohnzimmer wurde ein Kaminofen nachgerüstet. Der kann neben Holz glücklicherweise auch mit Kohlen befeuert werden. Na, wir wissen nicht, ob wir immer Holz rankriegen, dass wir dann auch verfeuern können. Und Kohle hat einfach eine längere Brenndauer und reicht länger. Peter Bosse wartet mit der Rechnung. Kohle gegen Kohle. Was kostet es denn, wenn ich fragen darf? 2,5 Tonnen? 675. 675. Ist eigentlich fast geschenkt. Gezahlt wird in bar. Das ist ungeschriebenes Gesetz. Mit diesem Haufen hofft die Familie, gut über den Winter zu kommen. Ist das denn realistisch, Herr Bosse? Ja. Müsste reichen. Ja, 100%. 100% alle da. Und genau. Ne? Und wenn, ich bin nicht aus der Welt. Ich hoffe es zumindest, dass meine Leber noch so lange mitmacht. Alles gut. Kohlenpeter, das ist kein Geheimnis, trinkt gern mal ein Bier mehr. Fast 30 Kohlenhändler gab es zu DDR-Zeiten in Leipzig. Jetzt sind es nur noch 4. Die Kohle ist aus der Mode gekommen. Nun erlebt sie eine Art Renaissance. Ortswechsel. Einer der größten Ofenbauer in Sachsen hat seinen Sitz im Großenhain. Hendrik Schütze ist der Herr der Öfen. In seiner Firma hat sich die Zahl der Kaufanfragen in den letzten Monaten verdoppelt. Feuer machen mit Kohle und Holz liegt auch hier im Trend. Seit Beginn der Corona-Pandemie boomt das Geschäft beim Ofenbauer. Nun befeuert der Krieg in der Ukraine das Interesse an Öfen. Ja, und wir haben natürlich eine sehr hohe Nachfrage nach diesen Öfen. Und Sie sehen auch, hier sind überall Stellflächen frei, wo früher Öfen standen. Wenn Sie hier hinten lang gehen, hier auf diesem Podest, da stand alles voller Öfen. Wir sind komplett ausverkauft und bekommen sehr schlecht Nachschub. Statt 3 bis 4 Monate sind derzeit Wartezeiten auf einen Ofen oder Kamin von bis zu 1 Jahr keine Seltenheit. Viele, die bei ihm bestellen, treibt die Furcht vor einer drohenden Gasknappheit in die Firma. Aber ich erlebe das schon, dass ich sogar bei Beratungen meinen Kunden, dass die Frau in Tränen ausbricht, aus Angst tatsächlich davor, dass wenn Strom ausfällt, die Heizung ausfällt, dass sie frieren muss und dass sie irgendetwas haben möchte zum Heizen. Und gegebenenfalls dann noch zum Kochen wäre ideal, ohne dass man darauf angewiesen ist, auf Gas, auf Öl, auf Strom. Der Ofenbauer macht sich auf den Weg zur aktuellen Baustelle. In Weinböhler entsteht gerade ein neuer Kachelofen im Wert eines Kleinwagens. Seine Firma beginnt derzeit fast jede Woche so ein Projekt. Und? Läuft alles? Läuft gut. Soweit, ja. Abdeckung haben wir jetzt drauf gemacht. Und okay, der Zug ist auch schon zu, alles. 2 Wochen Handarbeit und 2 Tonnen eingesetztes Baumaterial. So eine Feuerstätte kostet dann eben bis zu 20.000 Euro. Dafür, so Hendrik Schütze, sei die als langfristige Anschaffung besonders energieeffizient. Dass die Rauchgase besonders effektiv genutzt werden, dass die nochmal umgelenkt werden, dass die Energie abgeben können in den Ofen. Der Ofen speichert
die Wärme ein in sich und gibt sie dann über einen langen Zeitraum an den Raum ab. Und das ist das Schöne daran, dass er die Wärme so lange verteilt in den Raum und so mild auch als Strahlungswärme abgibt. Das Material für Kachelöfen wird in den letzten Monaten immer knapper. Hinzu kommen beispielsweise Lieferengpässe bei Stahl. Der Ofenbauer ist zurück in seiner Firma und auf dem Weg zur Bestandsaufnahme im Lager. Hier versucht er, den Mangel abzufedern, indem er auf Vorrat kauft. Unser Lager stößt an Kapazitätsgrenzen, wenn Sie da hinschauen. Man kommt an das Hintere schon gar nicht mehr ran, weil wir derzeit in der Situation sind, dass wir nicht wissen, wann wir welches Material bekommen. Im Moment kann er deshalb die hohe Nachfrage noch bewältigen. Wenn das Interesse an Holz- und Kohleöfen noch weiter steigt, dann kann Hendrik Schütze irgendwann keine Aufträge mehr annehmen. Zurück zu Kohlenhändler Peter Bosse. Da der keinen Führerschein besitzt, chauffiert Mitarbeiter Ingo Engel den Trupp zur nächsten Kundschaft. In Halle hat ein Stammkunde 2 Tonnen Briketts bestellt. Die Ware wird mit Hilfe einer Rutsche in den Keller befördert, so wie früher. Peter Bosse sagt, während Öl und Gas unerschwinglich werden, sind die Preise für seine Braunkohlebriketts nur um rund 23% gestiegen. Das weiß auch Fotograf Joachim Blobel zu schätzen. Der Kunde packt selbst mit an, ja? Immer. Ja? Ja, na klar. Also er muss ja auch fegen am Schluss. Und bezahlen muss er auch. 550 Euro. Doch die Kohlen sind ihm jeden Cent wert. Tatsächlich habe ich diesmal 10 Cent mehr bestellt, weil man nicht so genau weiß, was einen erwartet. Also es ist ein gutes Gefühl, in den Herbst zu kommen dann und safe zu sein. Das Haus ist nur teilsaniert. Die meisten Wohnungen verfügen über Gasheizungen, einige haben Öfen. Hier leben vor allem Künstler, Lehrer und Wissenschaftler. Wir dürfen uns umsehen. Dürfen wir reinkommen? Sehr gut. Und hier ist der gute alte Kachelofen. Das ist hier unser Hauptofen, den wir tatsächlich jeden Winter in Betrieb haben. Nicht immer die gesamte Heizperiode lang. Und wir haben auch da, sieht man sie. Ach so, okay. Okay. Das sind die normalen Heizkörper und hier. Und das ist, ja, genau. Und mit dem federn wir halt diese Übergangszeit hauptsächlich ab und natürlich die Weihnachtszeit. Also in der Weihnachtszeit im Kohleofen gewärmten Wohnzimmer zu sitzen, ist nochmal was anderes. Ja. Auch im Kinderzimmer gibt es einen alten Kachelofen. Der soll zur kalten Jahreszeit die teure Gasheizung weitestgehend ersetzen. Wir machen das halt auch nicht, um der Wirtschaft zu helfen, sondern wir machen es, um unseren eigenen Geldbeutel zu helfen. Ja, das ist. Haben Sie ein bisschen Angst vor der Nebenkostenabrechnung? Ach, jetzt nicht mehr. Also, der Keller ist voll Kohlen, uns kann eigentlich nichts mehr passieren. Die letzten beiden Aufträge führen Kohlenpeter heute nach Leipzig. Sohn Richard arbeitet eigentlich als Teamleiter in der Logistikbranche. Er überlegt, irgendwann die Geschäfte seines Vaters zu übernehmen. Auch wenn niemand weiß, wie lange der Kohleboom anhält. So eine Garantie hast du ja nicht. Das hast du nicht. Du kannst ja nie eine Prognose abschließen. Vor 2 Jahren haben wir gesagt, wenn ich im Sommer was zu tun habe, bin ich froh. Und heute fahren wir zum Samstag raus. Also das sind Schwankungen, die kann niemand berechnen. Und dass das mal so kommt wieder, dass das so eine Renaissance kommt, dass wir jetzt nicht wissen, wo wir zuerst arbeiten sollen, das hätte ich nie mir vorstellen können. Peter Bosse ist 60. Der Körper vom jahrelangen Kohleschleppen gezeichnet. Immer rein mit dem Gelumpe. Mit dem Gelumpe lässt sich gerade richtig gut Geld verdienen. Viele, die jahrzehntelang keine Kohlen mehr bestellt haben, sind nun wieder Stammkunden beim Kohlenpeter.